Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Und ich kriege schon leichte Gänsehaut, wenn ich alleine diesen Sound höre. Meine Herren, wie genial ist das denn? Klassisch at hell. Willkommen, ich bin der dufte Typ. Schön, dass ihr da seid. Es ist ziemlich spät. Es ist 0.40 Uhr genau auf die Uhr. Und trotz allem mache ich daraus, wie ich es gerade eben schon im Livestream gesagt habe, eine Mischung aus Livestream und Let's Play. Es ist ein Spiel, was mich in meiner Kindheit sehr bewegt hat und deswegen bin ich mal echt gespannt, was genau hier alles auf mich einprasseln wird. Denn ich weiß, dass Square Enix zu diesem Spiel gesagt hat, es soll um die 50 Stunden dauern. Ich bin mal sehr gespannt, ich bin aber auch ein bisschen skeptisch und ich möchte euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Und deswegen gibt es jetzt eine kleine Ruhephase von mir. Und wir gucken uns definitiv dieses wunderschöne Intro an, weil ich weiß ganz genau, dass dieses Spiel wundervoll werden wird. Also, bis gleich nach einem kleinen Intro. Oh, ich habe noch mehr zu tun. Okay. Konfiguration der Kamerasteuerung, Standardeinstellungen, vertikal invertiert. Ich mache das erstmal so, das kann man jederzeit ändern. Wir werden auf... Okay, jetzt bin ich ein bisschen heiß. In diesem Modus kämpfen die Charaktere automatisch und du kannst dich ganz auf die Auswahl von Kommandos konzentrieren. Das Niveau der Kämpfe ist wie auf dem Schwierigkeit einfach. Okay, für Spieler, die sich auf die Story konzentrieren wollen, für Spieler, die anspruchsvolle Kämpfe haben möchten. Tatsächlich, wer meinen alten Kanal kennt, der weiß, dass ich die Story schon kenne. Und sowieso, ich habe das Spiel das erste Mal gespielt, da war ich 11, 12, irgendwie so in dem Dreh. Es war ziemlich früh, nachdem dieses Spiel rausgekommen ist, aber das, zu den Anekdoten, glaube ich, erzähle ich noch ein bisschen mehr später, irgendwann im Laufe des Let's Plays. Aber wollen wir uns hauptsächlich... Ich habe ein bisschen Angst. Also das letzte Mal hatte ich Active Time Battle mit ganz komischen Situationen bei Lightning Returns und ich hoffe einfach mal, dass es jederzeit ändern kann. Ich spiele mal auf einfach. Mal gucken. Hoffen wir das Beste draus.
Code. Oh mein Gott, ich krieg Pipi in die Augen. Wie geil ist das denn? Es ist... Das Intro ist... Oh mein Gott. Okay, wir spielen Cloud. Soldier One Class. Soldier First Class. Dein Auftritt. Ich habe keine Ahnung von dem Kampfsystem. Ich habe mir die Demo nicht angeguckt, aber das macht überhaupt nichts. Mit Viereck führe ich Angriffe aus. Halte Viereck gedrückt, um einen Flächenangriff auszuführen. Okay. Eindringlinge? Na dann. Ah, das wird mir netterweise unten nochmal gezeigt. Das ist mal gut zu wissen. Also es ist ein Action-System. Da kann man nichts gegen sagen. Aber ich will auf jeden Fall diese beiden Dudes looten. Kann ich die looten? Die kann ich nicht looten. Okay, das Looten ist irgendwie hier passé. Ich muss dazu sagen... Was? Ja, aber da, guck mal da ist nichts. Da ist einfach nichts. Ah, mein Loot ist an der Seite hochgedickt. Ich muss mal eben kurz schauen. Ah, oh, ist das herrlich. Es ist wie bei Horizon Zero Dawn. Wenn ich den linken Analogstick runterdrücke, dann läuft das Ganze hier fast wie von selbst. Normalerweise kann ich die aber noch ein zweites Mal ansprechen. Und wenn ich die noch ein zweites Mal anspreche, geben die mir noch einen Trank. Okay, ich merke, ich bin zu doll into Final Fantasy VII. Und dementsprechend versuche ich mich auf diese Story... Halt, stehen bleiben! Wir zählen auf dich. Was vernünftig einzulassen. Deine ATB-Leiste lädt sich mit der Zeit automatisch auf. Das wäre auch traurig, wenn nicht. Du kannst diesen Prozess allerdings auch beschleunigen, zum Beispiel indem du Gegner mit Viereck attackierst. Maximal können zwei ATB-Einheiten aufgeladen werden. Okay. Ah, da unten sind die. Ah, wenn ich Bock habe, den ganzen Kram schnell zu machen, dann kann ich das einfach so machen. Ansonsten habe ich meine ATB, das ist cool. Wenn deine ATB-Leiste ausreichend gefüllt ist, kannst du Fertigkeiten, Magie, Gegenstände einsetzen. Cool. Also, ich bin ja eigentlich... Los geht's. Los. Aha, okay. Moment, wait. Den will ich angreifen. Ich muss meine Ziele anvisieren. Das ist für mich etwas gänzlich Neues. Definitiv. Außerhalb von Kämpfen kannst du jederzeit von Hauptmenü die Karte öffnen und die zahlreiche Informationen erhalten. Okay. Meine Fresse, ich will hier weiter. Und ich hasse es, wenn ich weiter möchte. Wenn du Stellen mit einem hohen führt dein Charakter automatisch auf dich. Ah, okay, alles klar. Check. Also das heißt, ich kann hier einfach so. Okay. Hab's verstanden. Ich glaube, das habe ich verstanden. Läuft doch! Was für ein Kerl! Ich würde ganz gerne massiv viel erzählen, aber das kann ich gerade gar nicht, weil... Sofort ergeben! Ich muss mir den Rücken reißen. Es ist so ein bisschen like Final Fantasy XV mit den Angriffen. Okay. Aber es fühlt sich gut an. Tatsächlich, es fühlt sich gut an. Ich war sehr, 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 sehr skeptisch, weil ich ja eigentlich so ein Verfechter vom alten Final Fantasy 14 bin. Und es fühlt sich solide an zurzeit noch. 7. Final Fantasy 7, dem alten. Drücke die 3, kannst du beispielsweise Kisten öffnen. Ah, okay, das war die Information, die ich eigentlich haben wollte. Mit Dreieck öffne ich den ganzen Spaß. Damit komme ich klar, ich bekomme zwei Heiltränke. Das sind wahrscheinlich die ich normalerweise von den beiden Dudes unten am Bahnsteig bekommen hätte. Aber... ich weiß nicht, ich will nicht über das Spiel urteilen, bevor ich es nicht richtig gespielt habe. Wenn du auf Frachtkisten
Von Shinra Studios solltest du versuchen, sie mit Viereck zu zerstören. Manche der Kisten erhalten Heiltränke und hast nicht gesehen, Stuff halt. Das heißt, hier ist wohl vermutlich irgendwo eine Kiste. Nee? Ah, da wahrscheinlich. Haha! Okay, dadurch habe ich jetzt Tränke bekommen. Das ist cool. Ah, das ist bombastisch. Ich bin begeistert. Es fühlt sich einfach so vernünftig an. Und wenn ich bedenke, dass ich die Demo nicht gespielt habe, weil ich mir gesagt habe, naja, ich will mich nicht spoilern und hast nicht gesehen, muss ich echt sagen. Und? Erklärst du mir jetzt endlich, was ein Soldat bei uns will? Schmeißt er seine Karriere für uns hin? Wie hieß er gleich? Sein Name ist Cloud Strife. Oh. Und ja, den Job hat er hingeschmissen. Bei Missionen wie dieser hier kann ein echter Profi im Team nicht schaden. Ich beschwere mich nicht. Denkt nicht, ich wäre einer von euch. Wenn das vorbei ist, bin ich weg. Nicht gerade ein Sonnenschein. Okay, wir haben die ersten 5 Minuten Spiel hinter uns. Und ich muss ehrlich sagen, so einem Gesicht immer doch. Ich fühle mich wie in 1997. Es ist der Shit. Schon gut, bald für dich. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Nein. Tue ich aber nicht. Gleich öffnet sich das Tor. Das freut mich. Sobald sich das Tor öffnet, beginnt die Mission. Oh, mein armer Magen. Ja, vielleicht solltest du noch ein bisschen mehr essen, Miss Piggy. Auf dich können wir uns echt voll verlassen, oder? Nein. Okay. Du bist nicht der, mit dem ich reden möchte. Wie wär's denn mal mit Barrett? Sonnenbrille. Soldier, ich trau dir nicht. Du würdest wohl kaum so viel riskieren, wenn du nur auf die Pagil aus wärst. Du bist wie wir. Dir geht es doch auch um das Wohl unseres Planeten, nicht wahr, Cloud? Nicht wirklich. Komm jetzt. Kostet uns viel. Hoffentlich bist du es wert. Also das ist nicht sein Text. Das musste ich jetzt einfach sagen, weil mir war schon klar, dass es massive Abweichungen zum Original geben wird. Von 1997. Aber das macht überhaupt nichts. Ich mit Rechtsdreieck hat es die Möglichkeit, einzelne Ziele fest zu bestimmen. Okay. Los, Presse! Das war nicht die richtige Attacke. Keine Chance. So. Boah, nein. Die haben den Schockbalken eingeführt. Das ist ja witzig. Das freut mich. Final Fantasy 13 lässt grüßen. Meine Güte. Endlich wurden wir erhört. Jünger des Final Fantasy 13, just kidding, ich weiß, dass nicht jeder Final Fantasy 13 mag, ich mag es und dementsprechend freut es mich umso mehr, solche alten, dementsprechend freut es mich halt eben solche Mechaniken wie halt eben den Schockbalken zu erleben und so weiter, das finde ich mega gut. Hier ist ein Fahrstuhl, was denn? Da waren Kisten? Da muss ich wieder runter. Komme ich wieder runter? Kann ich wieder runter? Ja, ich kann hier wieder runter. Meine Freundin sagt, da waren Kisten. Also muss ich hinterher, sonst wird sie böse. Ah. Ja. Schlau. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich bis zum nächsten Gegner oder bis zum nächsten Boss herausgefunden haben muss, wie man Magie wirkt. Ja, mit X. Schon klar. Sag mal, wer von uns beiden hat getrunken? Ja, richtig, ich. Also. So, dafür wollte ich mein Spiel nicht anmachen.
Freunde. Wollen wir kuscheln? Ich hab euch lieb. Vor allem das Hundi. Der Hundi. Keine Zurückhaltung. Wait. Volle Konzentration. Also tatsächlich finde ich es gar nicht so verkehrt, den Easy Mode angeschaltet zu haben. Aus einem ganz bestimmten Grund. Weil die haben hier einige Sachen aus Lightning Returns mitgenommen, die ich sehr schlecht finde. Und mit dem sehr schlecht finde ich halt eben dieses Wechseln der Paradigmen im Kampf und das Füllen der ATB-Balken. Ich meine, die Kämpfe fühlen sich vernünftig an. Der Weg, den ich hier laufe, der wird sehr, sehr solide und gut durchdacht. So ist es nicht. Und es macht halt eben mehr den Eindruck, dass wir in einem Reaktorkomplex sind. Aber dieses Wechseln ist halt eben so eine Sache, die finde ich unglaublich nervig. Ich bin bereit, ist hier und ich warte. Ist hier noch was? Nee, alles tot, alles nice. Und nee, aber trotz allem, ich finde es schön, dass sie das Ganze halt eben ein bisschen massiver ausgeschmückt haben. Also angeblich soll der erste Reaktor rund 1,5 Stunden dauern, was ich schon ziemlich beeindruckend finde. Achso, ich muss halten, um das Ding runter zu drücken. Okay, meinetwegen. Dann schauen wir doch mal nach oben. Tatsächlich sind wir beim Reaktor. Gucken wir uns doch mal ganz kurz den Charakter hier ein bisschen genauer an. Er sieht nicht aus wie die Dissidia-Charaktere oder hast du nicht gesehen. Es ist... Ich glaube, ich habe damals bei Final Fantasy 15 gesagt, ich wünsche mir, dass die für Final Fantasy 7 Remake die Engine von Final Fantasy 15 nehmen. Und ich glaube, das haben sie getan. Es wirkt genial. Ernsthaft? Es wirkt genial. Ich glaube, ich höre jetzt mal ein bisschen auf, Nostalgie zu schwärmen. Und widme mich diesem Spiel, weil... Loyale Soldaten wie du, die Shinra das lästige Ungeziefer vom Hals halten. Sicher nicht dein erster Reaktor. Also bring mich zur Brücke, wo sie das Mako sammeln. Hast du deine Zunge verschluckt? Kuschst wohl immer noch vom alten Herrchen, was? Erbärmlicher Schoßhund! Aber stell dich ruhig quer! Wir ziehen das mit oder ohne dich durch! Die Mako-Reaktoren sind von Baujahr zu Baujahr verschieden. In so einem war ich noch nicht, aber ich finde mich schon zurecht. Okay, Cloud und ich würde fast behaupten, nebenbei, all die Leute, die Final Fantasy 14 gucken, kennt ihr sie? Kennt ihr sie? Ich höre euch zu, kennt ihr sie? Jesse! Ah, geil. Ich habe mich damals bei Final Fantasy 14 mega gefreut, Jesse wiederzusehen, weil das so ein Charakter war, der, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so my personal crush when I was 12 about. Ich weiß nicht wieso, ich habe diese Person unglaublich gemocht. Und dabei hat sie gar nicht so viel Zeit gehabt in diesem Spiel. Und die jetzt hier halt eben nochmal so remastered zu sehen. Square Enix, danke. Ich sag jetzt mal danke. Ich habe noch nicht viel von diesem Spiel gesehen und auch noch nicht so von dem, was auf mich zukommen wird. Und ich glaube, ihr habt ziemlich viel Kram reingeworfen, der mich gar nicht so wirklich flasht und den ich ziemlich doof finden werde. Aber trotz allem, es ist ein Final Fantasy 7 Remake und ich werde das mit dem gleichen Enthusiasmus spielen wie damals beim ersten Mal auf der PlayStation 1. Und bisher, das, was ich gesehen habe, war halt eben vernünftig. Es wirkte nicht irgendwie falsch oder sonst irgendwas. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, ich rede ja schon mit der Ruhe. Ha, geschafft. Was zum...
die Tür! Hände hoch! Wollte ich auch gerade sagen. Wenn du Dreieck drückst, führt dein aktiver Charakter seine Spezialfähigkeit aus. Cloud wechselt mit 14 auf seinen flinken Around-Haltung. Achso, das habe ich nebenbei die ganze Zeit schon gemacht. Ja, gut, okay. In seiner Offensivhaltung bewegt sich Cloud langsamer, dafür kann seiner. Okay. Sagt er jetzt? Okay, es ist massiv delayed. Das finde ich ein bisschen befremdlich. Nein, es ist genau das Problem, was ich. Woher nimmt er nur diesen Charme? Bleib bei der Sache. Es ist genau das Problem, was ich damals bei Lightning Returns hatte. Es ist eine schöne Angelegenheit, seine Stances zu wechseln und so weiter. Aber es muss transparent bleiben. Und das ist schon ein relativ großes Manko, was ich aktuell habe. Weil ich hämmer die ganze Zeit auf Dreieck und versuche die ganze Zeit die Stance zu wechseln, aber es kommt nichts. Aus der Splittergruppe zugespielt. Na, im Grunde sind wir gegangen. Es gab da ein paar Differenzen. Kinderspiel. Dann haut mal rein. Schnell, Jesse wartet schon. Und ja, ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich glaube, ich muss mich da erstmal reinfinden. Es ist halt eben was anderes als Horizon oder andere Spielchen. Jesse? Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Tifa und ich? Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit.
Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Oh mein Gott. I fell in love again. Ruhe! Du hast nichts, was Jesse nicht gegen dich hätte. Sie hat Sprengstoff. Ich muss ehrlich an dieser Stelle sagen, ich habe mich köstlich amüsiert, gerade bei dieser Stelle im Fahrstuhl. Wobei ich sagen musste, du Barrett, das ist nicht dein Text, aber wie dem auch sei, ich fand es herrlich, wie er versucht hat, Shakespeare zu imitieren. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Viereck drückst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab, wechselt zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner. Okay, mir wurde aber nicht gesagt, wie ich wechsle. Wenn dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Ah, okay. Mit den R- und L-Tasten. Wunderbar. Barrett. Und, au! Also man kann nicht einfach so random ausweichen, gut zu wissen. Barrett führt mit Dreiecken mächtiger... Ja gut, okay, die habe ich aus Versehen schon gedrückt, aber danke! Ich kann sogar gedrückt halten, das ist ja richtig angenehm. Dann macht er die ganze Zeit hier seinen Angriff. Jetzt reicht mir aber. Schluss mit euch. So, okay. Mit hoch, runter, links oder rechts kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituation zwischen den Charakteren in deiner Gruppe. Du kannst deine Gefährten aber auch befehlen, Fertigkeiten einzusetzen, ohne ihnen wechseln zu müssen. Ah, okay. Das war der Unterschied, den ich gerade eben hatte. Also, so kann ich wechseln. Okay, pass auf. Lade erstmal nach. Alles ist gut. Ich mag dich wesentlich lieber. Au! Ah nee, ich kann gar nicht springen. Ich will die ganze Zeit hochspringen und damit den Charakter angreifen, den Gegner angreifen. Aber das tue ich damit gar nicht. Sondern das macht der Gegner für mich. Der Charakter für mich. Okay. Es ist massiv neu so zu spielen, weil es halt eben wesentlich actionreicher ist, als das, was ich normalerweise von Final Fantasy 7 gewohnt bin. Ich glaube, nach unten müssen wir eigentlich nicht, aber ich finde das hier ziemlich interessant, deswegen gehe ich hier einmal lang. Da drüben. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht, aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist. Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Ja. Still like her. Okay, außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte dazu R1 gedrückt oder R2 gedrückt. Einmalig. Ja, gut. Das war so eine Sache, die habe ich intuitiv selber rausgefunden. Also die Kampfsteuerung, die Steuerung an sich ist massiv intuitiv. Aber hier oben war ich der Meinung, ist noch irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Deswegen gehen wir hier einfach mal lang. Und wenn es nur Kisten sind, aha, ist es nichts. Schön. Ich kann mit Barrett pöbeln. Das ist auch in Ordnung. Ich komme damit klar. Ich hoffe, er auch. Also, okay. Au, au, u, a, i, a, aua. Das tut weh. Jetzt aber. Ich wusste nicht, dass die Laser genau hier anfangen. Irgendwie bin ich um die Ecke gelaufen und habe festgestellt, das ist gar nicht der Weg, den ich gehen möchte. So.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie kann ich eigentlich... Aha, im Hauptmenü kannst du Inventar und Status deiner Charaktere überprüfen, so wie Spielstände speichern. Ich kann jederzeit speichern. Das ist creepy. Es ist nur insofern ganz wichtig, weil ich doch relativ viel Schaden bekommen werde. Und ich noch nicht so ganz gerafft habe, wie ich durch dieses Kampfsystem durchkomme. Vor allem, wenn hier irgendwie 50.000 Laser versuchen, mir den Weg zu versperren. Ach komm. Ich kann hier aber durchgehen. Das ist auch okay. Kann ich das an jeder Stelle? Probier es einfach mal. Au. Au. Ja, das geht. Ich kann hier einfach stumpf durchlaufen. Finde ich völlig in Ordnung. Au. Ja, dann... Laser. Wozu Laser? Hauptsache, man kommt hier durch. Okay, ich merke gerade, meine Lebenspunkte neigen sich gen Null. Also nutzen wir einen Verbrauchsgegenstand von Heiltrank. Ich würde den ganz gerne nutzen. Warum? Warum kann ich das nicht machen? Kann ich das... Habe ich das nötige Tutorial noch nicht gelegt oder so? Kommandos? Aha, ich muss erstmal Kommandos öffnen, Gegenstände, Heiltränke. Cloud. Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen massiv befremdlich. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihnen einfach zuvorkommen. Es sind Juggernauts. Wir kennen Juggernauts. Sowohl aus anderen Final Fantasy Teilen, als auch von hier. Das finde ich cool. Juggernauts, die gibt es massiv oft in Final Fantasy 14. Ich glaube nicht, dass es bringt, hier einen Schwertwürgel reinzufeuern. Ah, okay. Moment. Ich kann hier einfach so einen Mutangriff reinwerfen. What the fuck? Durch bestimmte Angriffe und nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner im Strauch... Ah, okay. Wenn ein Gegner im Strauch hinkommt, wird Schockanfälligkeit, also Schock im Prinzip, der Schockbalken aktiv. Okay. Meinetwegen. Also den Limit Break haben sie massiv vereinfacht. Durch diesen Schock. Unter Schock sind Gegner kurzzeit wehrlos. Okay, das ist ähnlich wie auch bei Final Fantasy 13 oder Final Fantasy 13 2 oder Final Fantasy Lightning Returns. Also... Schade. Muss ich ehrlich sagen, schade, dass sie an diesem widerlichen Programm nochmal versucht haben, Fuß zu fassen. Ich habe mir doch ein bisschen, also vom Kampfsystem, ein bisschen was anderes erhofft. Was für ein Jahrgang bist du eigentlich? Rang. Hä? Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Ich bin unwürdig. Ist der herrlich. Das sind ja herrliche Kommentare. Also die Kommentare sind so ziemlich das, worauf ich mich am meisten freue aktuell. Neben dem Soundtrack natürlich. Aber... Oh, das hat mich jetzt massiv geflasht. Ruhig mal nach links, rechts gucken. Nicht zu finden.
Ah, da wollen wir hin. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Der Sprengsatz muss dort runter. Hier geht's runter. Also zumindest haben die Leute schon mal eine Sache gelernt. Es ist gar nicht verkehrt, so etwas wie Geländer anzubringen. Jeder, der Final Fantasy 7 gespielt hat, weiß, was ich meine. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Ja, vielleicht spricht das auch zu dir, du komischer Fettlops. Robo, Halbkopf. Gänsehaut. Ich aber auch. Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Ich glaube, diese Sprüche sind gewollt. Die wollen, dass diese Sprüche kommen. Einfach deswegen, weil die außen... Ich warte auf ein Final Fantasy 7 Remake seit der Ankündigung der PlayStation 3. Und ich meine, das ist jetzt mittlerweile... Boah, wann kam die PlayStation 3 raus? Da waren wir schon zusammen, oder? Falsche Richtung. Kletter die Leiter runter. Ja, okay, ich kletter die Leiter runter. Krieg ich einen Kuss? Was ist? Kannst dich wohl nicht von mir trennen, was? Ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Na gut. Dann schleiche ich hinter deinem Rücken entlang und gehe hier runter. Oh, ist das herrlich. Ah, die berühmte Stelle. Viele Leute erwarten jetzt hier einen Speicherpunkt. Den bekommen sie von... Falsche Richtung, Cloud. Den bekommen sie von mir nicht. Die bekommen dafür von mir ein Option, System, Speichern, Laden, Speichern, bla bla, neuer Speicherstand. Nein, ich will nicht speichern. Ja, ich will doch speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Final Fantasy 7 gegen... Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Ich meine, ihr seid schon ziemlich komisch drauf, wenn ihr nicht wisst, was jetzt kommt. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Oder für die Leute im Stream bis in 3 Minuten. Bis gleich!